und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir das neue Stadtgebiet rund um den Hauptbahnhof bzw. ja, runter Richtung Universitätsbereich erstellt und das Ganze wächst und gedeiht und die Nachfrage nach Industrie ist zurückgegangen. Das konnten wir ja mit Bürogebäuden kompensieren und ich finde, das passt jetzt sehr gut, aber es fehlt uns etwas und zwar, es wird mal wieder Zeit für eine Buslinie, denn ich habe, beziehungsweise wir haben hier in der inneren Stadt überhaupt keine einzige Busverbindung, also dass die Leute quasi von hier innen irgendwie darüber kommen. Da werden wir sich heute anschauen, ob das möglich ist. Und dann würde ich ganz gerne eine Busverbindung haben, die da unten irgendwo bei der Universität startet und dann irgendwie durch das neue Gebiet mit Busspuren irgendwie durch dieses neue Gebiet da durchkommt und auch hier oben irgendwo dann Endstation hat. Das schauen wir sich heute mal an, aber bevor wir mit dem Ganzen loslegen, möchte ich mich bei fast 520 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und wenn du neu dabei bist, willkommen in der feinen Studio Community und viel Spaß mit allen Videos am Kanal. Gut, aber jetzt geht's los, denn wir haben ja ein Zugproblem und zwar kein Frachtzugproblem, das sieht man hier recht gut, also das funktioniert, es sind die Anschlüsse, sind alle vorhanden, aber es kommt kein Zug an. Also irgendwie funktioniert das nicht, dass die Züge, die Personenzüge am Bahnhof ankommen. Und da habe ich ja den tollen Tipp bekommen, ich soll ganz einfach mal irgendwo da so einen Dummy-Bahnhof hinsetzen und dann mal schauen, was passiert. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar suche ich jetzt den Standardbahnhof vom Spiel, den ich jetzt wahrscheinlich gekonnt überblättert habe. Das ist er. Nehmen wir gleich den ersten, oder? So, und dann setzen wir das gute Teil da mal hin und Nehmen selbstverständlich, das sieht jetzt wirklich komisch aus, also es kommt sofort weg, sobald wir wissen, ob die Gleise auch funktionieren. Und dann brauchen wir das hier. Und dann brauchen wir das hier. Also da sind wir mal angeschlossen und da können wir eigentlich nicht anschließen, weil das ist die Güterzugstrecke, die funktioniert ja sowieso, ich will nur wissen, ob es irgendwie möglich ist, dass hier Personenzüge drankommen und da können wir auch noch was machen und zwar mit Hilfe der Anarchie-Mod. Verbinden wir das hier mal. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Dann schauen wir, was passiert. So, den lassen wir jetzt da mal angeschlossen. Intercity-Züge erlauben, Passagiere bedient 0. So. Jetzt müsste rein theoretisch irgendwo am Kartenrand. Ah, da kommen schon einmal Güter. Das ist einmal. Nochmal, aber es sind noch keine Passagiere unterwegs. Habe ich da vielleicht irgendwas? Nee. Wüsste auch keine Mod, die ich habe, die das verändert. Dass da die Anschlüsse nicht als Fußgänge, also als Fußwege angeschlossen werden. Sondern. Oder dass man eben sagt, das ist jetzt nur für Güter und das ist jetzt nur für Personen. So eine Mod habe ich nicht aktiv. Also das kann es einmal nicht sein. Die andere problemverursachende Mod, nämlich die 81 Tiles Mod, da glaube ich auch nicht, dass sie schuld dran ist, weil wir noch gar nicht so viele Gleise haben. Das ist ein bisschen zu lang, oder? Ich finde schon, dass das ein bisschen sehr lang ist. Aber dass das der Grund ist, warum es nicht funktioniert, dann würden ja Güterzüge auch nicht funktionieren. Wobei, da unten habe ich noch nie einen Güterzug fahren sehen. Das ist auch etwas weiter auseinander. Problem ist, ich kann das weder abreißen, noch
entfernen, also weder abreißen noch entfernen, genau. Also weder abreißen noch etwas verändern daran. Müssen wir einfach warten. Wir müssen wirklich warten, ob da irgendwas passiert. Es wäre nämlich jetzt absolut katastrophal, wenn hier keine Züge fahren könnten. Wo willst du hin? Läuft zum Auto, verlässt die Stadt. Kind aus armen Verhältnissen läuft zum Auto und verlässt die Stadt. Okay. Magst du? Läuft zum Auto und verlässt die Stadt. Oh, der fährt tatsächlich selbst. Wahrscheinlich die Schlüssel von Mama gestohlen und jetzt ab. Na gut. Aber für arme Verhältnisse? Ist schon nicht so schlecht, der Schlitten. So. Oh, da geht jemand in den Bahnhof hinein. Also das funktioniert. Warum funktionierst du? Und warum funktionierst du nicht? Ist auch nicht angeschlossen, ha? Liegt es wirklich daran? Das glaube ich nicht, oder? Es gehen auch keine Leute in den Bahnhof hinein. Also es ist tatsächlich, wirkt es für mich so, als wollen die den Bahnhof nicht verwenden. Weil dort unten haben wir jetzt wirklich gesehen, da ist jemand in den Bahnhof hineingegangen. Es tut mir leid, wenn man da jetzt sich schon wieder zu lange an diesem Bahnhofsproblem hier aufhalten, aber... Das ist ja auch da so komisch, ha? Das sieht auch so aus, als wäre es nicht angeschlossen. Aber wie kann ich das am besten anschließen? Und V noch einmal arbeiten. Das ist U-Bahn. U-Bahn. Ich glaube, dass da tatsächlich Leute reingehen. Und wenn genug drin sind, dann wird der erste Zug spawnen und auch die Stadt verlassen. Bisher sieht es noch nicht so aus, als würde ein Zug kommen. Nee. Verrückt. Verrückte Welt. Da haben wir ja auch noch. Da passt es ja auch nicht. Das ist auch nicht angeschlossen gewesen. Vielleicht war es das? Aber das kann es doch nicht sein, oder? Jetzt wäre er komplett angeschlossen. Ist der einfach nicht richtig angeschlossen war die ganze Zeit, aber das wäre doch irgendjemandem aufgefallen. Wenn es nicht schon mir auffällt, bin ich mir ziemlich sicher, ich kriege ja immer so tolle Hinweise bei jedem Spiel, dass das nicht aufgefallen wäre. Egal, ich verbringe schon wieder zu viel Zeit mit diesem Bahnhof und das wurmt mich, denn ich habe andere Ideen, die ich gern umsetzen will. Also, jetzt Gleise. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen die ganz normalen Wald- und Wiesengleise hier, weil da unten schaut ja eh keiner hin. Gehen jetzt damit in den Untergrund. Tunnel.
kann ich, wenn ich da unten bin, außer dass ich nichts sehe, irgendwie was sehen? So, Moment. Ah, nein. Da passt doch was nicht, oder? Ich meine, schau dir das einmal genau an. Da sieht man zwei Prellböcke. Das hier angeschlossen. Muss man das jetzt nochmal anschauen? Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ist jetzt angeschlossen, ist das nicht angeschlossen? Na, wir nehmen das. Da wird es da angeschlossen. So, jetzt probieren wir das noch einmal. Weg damit. Originalgleise von hier. Dann da, dann sieht das Ganze so aus. Sehr komisch aus, sage ich ganz ehrlich. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir das noch einmal nehmen und sagen, wir wollen einen Tunnel haben und machen daraus einen Tunnel. Dann ist das wieder zu. Dann passt das. Jetzt haben wir irgendwas angeschlossen mit irgendwas. Hoffen, dass es funktioniert. Immer noch 0 Personen. Aber die Leute gehen rein. Ziel läuft, Kina, wo kommst du her? Gespannt. Da jetzt irgendwann einmal, vielleicht mal klick, klick, dass es sich neu einpendelt. Ja, egal, wir haben jetzt gut 13 Minuten sich wieder mit diesem Hauptbahnhof beschäftigt. Ein Ausgleichgleis gebaut, mal zum Schauen, ob das funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze einfach mal laufen lassen. Mein Ziel war, ich würde gerne eine innerstädtische Buslinie machen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar würde ich hier gerne da so rauf, da so rüber. Schauen, dass ich da nichts falsch mache. Okay, also, ich hätte gern hier eine Haltestelle. Und hier eine Haltestelle. Dann sind wir da auf der Hauptstraße. Das passt. Dann hätte ich gern hier die Haltestelle beim Platz hier. Ja. Und dann würde ich ganz gerne hier eine Haltestelle hinzaubern. Würde ich ganz gerne da haben wir doch diese französischen Straßen. Wo haben wir sie denn? Vielleicht finden wir sie so schneller.
doch irgendwo diese französischen Straßen. Ja, genau die hätte ich gesucht, in beide Richtungen. Da würde ich gern diesen Teil hier mit dem hier graden. So. Perfekt, jetzt müssen wir hier aber wieder was aktivieren. Dann würde ich sagen, der Bus fährt darüber. Dann hat er hier eine Haltestelle. Genau. Kriegt aber im Vorfeld noch Haltestelle. Jetzt kriegt er hier die Haltestelle hin. Dann hier und hier die Endstation. Fährt wieder zurück. So. Und wenn er hier eine Haltestelle hat, und da ist dann nichts mehr. Brauchen wir hier fix noch eine. So. Schließen wir ab. Perfekt. Jetzt nehmen wir uns das gute Teil. Das ist jetzt eine innerstädtische Buslinie. Das wird jetzt die Linie 1A. Und die kriegt mal dieses wunderschöne Blau. Dann möchte ich gerne nur die Linie hier sehen. So, hier kommt noch eine 1 hin. Dann dich hier gern spezifisch. Genau. Das hätte ich auch gern aktiv und dann würde ich hier gern sagen, okay. 0 Uhr. Ein Bus draußen. So. So gut, um 0 Uhr ist ein Bus draußen. 4, 6, 8, 13. Und 16. So. Also um 0 Uhr ist ein Bus draußen, um 4 Uhr sind es dann 3, um 6 Uhr sind es 3, um 8 Uhr sind es nur mehr 2, dann sind es 4, und ab 16 Uhr sind es nur mehr 3 bis Mitternacht. Passt. Hätten wir das. Und starten tut das gute Teil. Ja, Viktorgasse, das passt. So können wir das einmal lassen. Rein theoretisch müssten da jetzt Busse rauskommen. So, Moment. Kurz Pause machen hier. Ja, man sieht, es ist ziemlich verstaut. Das möchte ich aber gern in der nächsten Folge dann mal ordentlich durchgehen, da kommen schon die ersten Busse raus. Ja, das sind die. Genau. Und da würde ich jetzt ganz gerne. Wir haben nur eine Busgarage und das ist die hier. Und ich würde jetzt ganz gerne da oben auch eine Busgarage bauen. Und zwar würde ich die gerne hinsetzen. Ich würde die tatsächlich gern da reinsetzen. Und zwar genau hier. Beziehungsweise hier irgendwo. Schauen wir mal.
Busdepot, was haben wir denn da Schönes? Old Large Busdepot. Das gefällt mir. Das passt dann zu diesen. Ja. Das gefällt mir. Und das nennen wir das Garage Wieden, weil das ist der Bezirk Wieden, den wir uns da befinden. Genau. Dann passt das. Die Linie 1a wird bedient aus diesem Depot. Das müssen wir hier noch einstellen. Da müssen wir mal sagen, dass man nur hier haben wollen. Und da müssen wir sagen, nur diese Garage. Jetzt machen wir einen Klick. Dann können wir die Zeit laufen lassen und rein theoretisch müssten jetzt die Fahrzeuge da rauskommen. Oder auch nicht. Also rein theoretisch müsste dem doch ja. Gut, solange wir die Fahrzeuge draußen haben, die wir brauchen, die sich dann irgendwann da bemühen, ist mir das ehrlich gesagt soweit egal. So, jetzt haben wir mal eine Buslinie, die quer durch die Innenstadt läuft. Und jetzt hätte ich noch gerne eine Buslinie, die so durch die Innenstadt läuft. Da schauen wir sich das an, ob wir da was hinbekommen. Mhm. Das ist eigentlich ein Fußgängerweg, hm? Dürften eigentlich keine Autos durchfahren. Ja. Lassen wir es einmal so. So, was ich gern hätte, ist die nächste Buslinie. Und zwar würde ich gerne hier eine Haltestelle bauen. Dann würde ich euch gern hier rauf schicken. Hier mit der nächsten Haltestelle. Gerne würde ich euch zusammenkommen lassen hier. Fährt er darüber. Dann kommt hier eine Haltestelle hin. Dann. Und hier eine Haltestelle hin. Ja, nein, die kommt einmal weg, das gefällt mir nicht. Da kommt eine Haltestelle hin, genau. Und so, der Opernplatz, den wir ja hier erstellt haben, der bekommt auch eine neue Straße. Und zwar ebenfalls das Teil hier. Genau. Und wo bist du jetzt? Da bist du. Ja, dann machen wir das wieder so. Zack. Müssen wir das wieder aktivieren. Hier machen wir jetzt Folgendes. Es ist wirklich nur diese Fahrzeuge erlaubt. Weg, das heißt Bus. Müllsammelfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge. Jetzt können wir hier das wegnehmen. Dann haben wir hier die Doppelhaltestelle oder diese
gleichzeitig genutzte Haltestelle. Dann machen wir hier einen Stopp, haben wir gesagt. Wir machen... Ja, wir können hier den Stopp machen. Dann kommt hier... Also eigentlich nicht. Müssen ist hier sagen kein Parkplatz. Genau. Da dürfen wir es gern in die Kreuzung reinfahren. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Okay, der Bus kommt da runter, fährt da rüber, fährt dahin und ich will jetzt das Haltestelle. Ich muss jetzt noch einmal entfernen. Geht darauf. So, jetzt da. Hier die Haltestelle. Jetzt geht's. Da die Haltestelle. An der Rückseite der Oper. Ja. Hier eine Haltestelle. Oh, das passt, das passt. Jetzt kriegen sie gemeinsam die Haltestelle hier. Hier. Und Abschluss. Perfekt. Die nächste Linie ist fertig. Wir haben innerstädtisch schon ein bisschen ein Busnetz. Das passt, das gefällt mir. Was ich auf jeden Fall gerne haben möchte, ist, dass wir uns das jetzt noch einmal anschauen hier. Das ist nämlich die Buslinie 2A. So, das kopieren wir. Perfekt. Das wieder. Nehmen uns das hier und fügen das hier ein. Sagen gleich mal das hier. Fügen es wieder ein. Auch hier sagen wir nur ich hier. Busgarage Wieden. Perfekt. Das passt auch. Das passt auch. Starten tut er aber am Opernring. Das ist die Linie 2. Ah, passt, und wir haben zwei innerstädtische neue Buslinien und ich hoffe, dass die da jetzt aus dem Depot da bedient werden. Ah, da sind sie schon. Also, wer fährt hier? Opernring 2A, wunderbar. Busgarage Wieden, aha. Aha. Aha, okay. Gut. Dann wird sich das einpendeln und dann hätten wir das sogar. Und wir sind bei 29 Minuten, da geht sich noch eine Kleinigkeit aus. Also, wir haben zumindest einiges geschafft mit dem innerstädtischen Busverkehr. Und da wird jetzt nicht mehr viel Hand angelegt. Wir haben einen Bus, der quer von oben nach unten fährt und quasi von rechts nach links fährt, also Richtung Universität und in die Richtung darüber und von der Oper Richtung zu unserer Straßenbahnknotenpunkt und zum Mitfahren.
kann man das Ganze eigentlich schon recht gut verbinden. Da können die Leute rübergehen, da können sie rübergehen und sie halt hier die Busmöglichkeit, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen. Gut, gefällt mir. Verkehrsproblem, zu wenig Polizei. Beziehungsweise ich nehme mal stark an, dass das Verkehrsproblem daran schuld ist. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, habe ich gesagt. Jetzt würde ich gerne eine Buslinie machen, die dann tatsächlich hier unten startet. Und zwar hätte ich mal überlegt, dass der Bus dann wirklich hier unten seine Endhaltestelle hat, also bei der Universität. Und dann darauf fährt. Ja, allerdings würde ich gerne, dass diese Buslinie hier, was haben wir denn da? Mit Bäumchen? Das machen wir jetzt, probieren wir das einmal aus, aber dann nehmen wir natürlich schöne Bäume. Nehmen wir nur Lindenbäume, nehmen wir mal was anderes. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir den. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen euch beide verbunden haben. Schön. Bis auf das, dass dieses Bus Lane, das brauche ich da ehrlich gesagt nicht drin stehen haben. Ist nicht so schlimm, wir holen uns das noch einmal. Können wir da irgendwas... Verkehrsschilder entfernen, Kreuzungsmarkierungen entfernen, Straßendekorationen entfernen, Pfeile entfernen. Nee. Dann mag ich es nicht haben. Das gefällt mir nämlich so gar nicht. Dann machen wir das gerne mit so. Aber auch wieder mit diesen Bäumen hier. Common Tree. So, das gefällt mir schon besser. Aber was wir ja jetzt machen können ist, dass wir hier nämlich mal zuallererst mit dem Node Controller rangehen. Das Teil hier nehmen. Genau. Das hier so erlauben. Dann das hier so nehmen und das hier so anziehen. Allerdings, da machen wir das auch so. Nur dürfen hier wirklich keine Autos fahren, keine Taxis fahren, keine LKWs fahren. Ja, nicht mal Müll sammeln. Naja, Müllsammelfahrzeuge dürfen immer fahren. Passt? Und dann hätten wir das hier. Genau. Ja, das passt auch. Und was ich jetzt noch gern hätte, ist, dass ich das hier so markiere. Dann möchte ich das gerne mit einer Ist das eine schöne Busspur? Irgendwie nicht, ha? Also ganz ehrlich. Nee. Kann man das resetten irgendwie? Ja, zurücksetzen. Vielen Dank. Lassen wir das so. So, jetzt noch einmal. Keine Taxis, keine LKWs. Markieren auf alles. Und so hätte ich das gern. Und hier haben wir folgendes Szenario. Vorrang, Nachrang.
weil die Busse kommen ja hier raus. Und dann hätten wir das einmal erledigt. Und das gefällt mir wirklich gut. Und was ich jetzt noch gerne hätte, ist... Wo haben wir denn diese wunderbaren Requisiten? Da haben wir sie schon und jetzt brauche ich... Wo ist das? Hier ist es. Genau das Teil brauche ich. Tree and Prop. Anarchie an. So. Du kommst hier hin. Jetzt möchte ich nur Dekorationen haben. Dich, du wirst ein Procedural Object, wirst kopiert. Dahin ist noch einmal kopiert. Und kommst dahin. Jetzt würde ich dich gerne genau ein bisschen editieren. Ganz wenig nach vor, so dass man halt deinen Masten nicht sieht. Genau. So. Dich hätte ich gern kopiert. Hier hingesetzt. Und ebenfalls so gemacht. Sieht gut aus. Eigene Putzspur. Das passt. Und wir sind bei 37 Minuten. Ein bisschen was können wir noch tun. Ich hätte nämlich sehr gerne, dass es da eben rauskommt. Aber gleich wieder da verschwindet drin. Das möchte ich jetzt gleich nochmal machen. Das machen wir wieder mit dem hier. Wieder gerade und direkt so. Direkt so. Jetzt brauche ich die Nodes. So, den einmal hier. Genau. Darf gern so aussehen. Dann passt das. Hier müssen wir jetzt noch sagen, okay, das ist wirklich nur, hier dürfen alle reinfahren, ja, ich hoffe, kann damit meinem Verkehrsplanungsstadtrat ein bisschen eine Freude machen, aber raus dürfen nur die Busse. So. Und dann kriegen wir die Linie auch noch zusammen. Ich möchte das da irgendwie raufschicken. Und ich hätte die Endstation gerne. Ich hätte die Endstation gerne hier für den Bus. Schauen wir sich jetzt an, wie wir das zusammenbekommen. So. Und zwar. Müssen wir dann für diesen kurzen Moment hier das hier so machen. Dann klappt das auch. Jetzt können wir die Straße hier nehmen und hier dran setzen. So. Und jetzt kriegen wir die Linie so zusammen, wie ich das gerne hätte. Und zwar von hier. Dann gerne. Ja, dann machen wir die erste Haltestelle tatsächlich hier hin.
dann geht's darauf. Die nächste Haltestelle ist dann bereits da drin. Dann haben wir hier eine Haltestelle. Hier rüber. Dann können die gerne eine Haltestelle haben. Und hier werden wir die Endstation hinzaubern. Gerne so. Perfekt. Dann geht das Ganze wieder zurück. Okay, wenn für ihn das angenehmer ist, dann soll er da so fahren. Also muss ja nicht permanent parallel sein, die können das ruhig so benutzen. Haben wir hier eine Haltestelle. Haben wir hier eine Haltestelle. Genau, dann geht's da rein. Und als Abschluss hierhin. Und das ist jetzt die Linie. So, wo sind wir hier? Wir sind hier. Das ist dann die Linie. Nichts Falsches sag. 65er startet hier und geht darauf. Dann ist es der 65A. Ja. Mal die Farbe hier. Dich nehme ich. Kopiere mir das von dir raus. Kopieren, kopieren, kopieren. So, das wird der 65A. Das müssen wir hier auch noch umbenennen. Beziehungsweise mal das so sagen. Dann einfügen. Perfekt. Das passt. Das passt. Da bitte starten wir am. Okay, da muss ich noch was umändern. Und das passt, das passt. Da brauchen wir bitte auch die hier. Genau. Und auch hier Busgarage Wieden. Nehmen wir raus. Wenn wir nicht brauchen. Dann hätten wir das erledigt. Und tatsächlich müsste dann schon da der nächste Bus kommen. Da ist schon einer. Busgarage Wieden. Am Rosenberg. Das klingt nicht schlecht. Was bist denn du? Du bist das falsche Teil. Dich habe ich nämlich irgendwie nicht eingestellt gehabt. So. Gut, dann passt das. Das Einzige, das ich noch gerne machen möchte, ist, hier ist die Haltestelle. Und die würde ich noch gerne umbenennen. Und das ist die letzte Tätigkeit für heute. Jetzt 1b, nein, das ist nicht 1b, ist, ach Gott, 1b ist ah, 65 geht gar nicht, 64 ist die letzte Nummer, die wir haben. Ja. Dann müssen wir da eine 1 reinsetzen, dann wird es automatisch zu 64a. Was ist das, der 64a? Und jetzt passt's. Das Einzige, das ich gern sehen möchte, ist. Jetzt bin ich auf der falschen Linie, oder? Jetzt glaube ich, ist er komplett durcheinander.
1A, 2A, 64A. Okay, ich glaube, jetzt habe ich das Spiel ein bisschen verpackt. Jetzt kennt sich keiner mehr aus. Noch einmal schauen. Oh, jetzt passt es wieder. Also der 64A ist soweit abgeschlossen. Das lässt sich jetzt gar nicht. Ja. Wurscht. Kann man nichts machen. Gut, nächste Buslinie. Man sieht, sie funktioniert. Sie startet hier bei der Universität. Bringt die Leute dann darauf in das neue Gebiet. Wir könnten noch einen 64B machen, der ebenfalls da startet und dann da runterfährt. Und ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Schauen wir sich an in der nächsten Folge. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ja, ordentlich was weitergegangen. Und was sehe ich? Was sehen meine müden Augen? Tatsächlich, der Bahnhof funktioniert. Das heißt, möglicherweise haben wir hier ein... Nein, es funktioniert. Wir haben es geschafft. Es war tatsächlich ein Problem mit dem Es war tatsächlich ein Problem mit dem Anschluss. Schuld, dass das nicht funktioniert hat. Müssen wir sich anschauen, weil die Züge wollen ja fahren, aber warum? Wer dann nicht? Da stehen auch welche. Warum fahren die nicht? Okay. Gut, also Bahnhof funktioniert. Das passt. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass erstens einmal der Bahnhof richtig funktioniert und dass wir noch vielleicht die eine oder andere Buslinie erstellen, beziehungsweise Straßenlayout. Da habe ich auch noch etwas vor, aber mehr möchte ich dazu nicht verraten in diesem Sinne. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Servus.